Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Anno 2205. Ja, wir sind hier im Iwamoto-Krater auf dem Mond. Ich kann gar nicht weiter rauszoomen. Und wir hatten letztes Mal ja das Problem, dass wir ein bisschen wenig Geld hatten für unser neues Haus. Das habe ich jetzt gelöst, indem ich einfach ein bisschen gewartet habe. Und wir können jetzt wenigstens schon mal ein Haus bauen. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall mal auf der Erde darum kümmern, dass wir höhere Bilanz haben. So, aber das Wohnhaus ist gesetzt. Jetzt sollten wir hier diesen Auftrag auch erfüllt haben. Zum Mond und wieder zurück. Aber es kostet halt 7500 eins. Die Kolonie in so kurzer Zeit geworden ist. Ja, sehr schön. Das haben wir geschafft. Gibst du uns noch einen neuen Auftrag? Ich hoffe doch. Halten Sie einen Produktionsüberschuss. Ja, das schaffen wir sowieso noch nicht. Beginnen Sie damit, Ihren Raumhafen am Iwamoto-Krater mit einer Startrampe zu verbessern. Das müssen wir auch noch machen. Für 25 Titanplatten, da haben wir genug von. Konvoi mit nicht identifizierten Fahrzeugen hat Sektorgrenze passiert. Hallo, können Sie mich hören? Bitte melden. Ich bin Sandra Haynes. Tut mir leid, dass ich in Ihr Gebiet eindringen muss, aber wir haben wohl den gleichen Feind. Ich spreche für die Lunar Excavation Corp. Sofern sie diese immer noch anerkennen. Ja, die Schafe eilen zu denjenigen zurück, die sie früher geschworen haben. Aber Vorsicht, die Wölfe sind schon an der Tür. Hören Sie zu. Schön, wie ich sollte das vertraulich halten. Aber Sie sollten wissen, dass einige Angehörige der LEC heimlich zur Erde geflohen sind. Die Global Union hat keine angemessene Lösung gefunden. Also wurden sie in die Protektorate der Arktis gebracht. Und nun bin ich darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass Drake mit einer Flotte Schlachtschiffe unterwegs ist, um sie auszulöschen. Bitte, Sie müssen einschreiten. Okay. Großoffensive. Weder die Flüchtlinge der LEC noch die Beschützer der Arctic Custodians haben die Mittel, sich Drake entgegenzustellen. Sie allerdings. Seien Sie siegreich im Krisensektor Mission Verteidigungslinie Tonra oder erreichen Sie die nächste Firmenstufe. Was müssen wir dafür machen? Bei 10.203 Angestellten. Ich glaube, wir machen das lieber erstmal so. Okay, Abschluss dürfen wir noch nicht ganz machen. Dann gehen wir jetzt mal zur Erde zurück. In die Viridische Bucht. Da fehlen uns allerdings ein bisschen Luxusmittelkost. Haben wir hier einen Überschuss an Luxuskost? Das könnte man auch irgendwo sehen, ne? Neue Transferroute für Luxuskost. Plus 6, minus 3. Dann machen wir das doch. Und wählen von hier nach dort dreimal Luxuskost aus. Dann haben wir hier nämlich ein Mittel von 0. Und das sollte uns ja eigentlich auch eine bessere Bilanz geben. Da sehen wir es schon. Schon mal ein erster guter Schritt. Hier fehlt uns Informationen. Fehlen uns hier. Okay. Aber das können wir dann gleich mal machen. Wir laden mal schnell die Viridische Bucht. Und kann ich so lange hier eigentlich was machen oder ist er so lange eingeschränkt? Okay, er scheint sehr eingeschränkt zu sein. Jetzt können wir uns ja das hier nochmal angucken. Das Walruck-Becken ist nämlich im Besitz von einer anderen Firma. Genauso sie hier alle Kräfte Kampf am Bar. Müssen, die sie haben. Das wird gefährlich. Ja, ich will eigentlich gar nicht unbedingt die Mission machen, zumal wir ja nur 800 weitere Angestellte brauchen, glaube ich. Das sind ja gar nicht so viele. Wir sehen hier in der Arktisregion wachsen die Wissenschaftler gerade stark an und wir haben hier auch einen deutlich höheren Überschuss gerade. Das liegt einfach nur daran, weil ich da die Luxusnahrung hingebracht habe. Jetzt brauchten wir hier noch Stimulantien. Das können wir uns auch gleich mal anschauen. Aber erstmal gehen wir jetzt hier rein und es wollen hier noch ganz viele Leute hochgestuft Motivation. Werden. Machen wir das doch mal gerade. Wir haben nämlich genug von allem, um dafür... Ich hätte nie gedacht, dass du so konservativ bist. Los, deine Stimme ist wichtig. Ja, immer diese komische Wahl. Das sollten wir schon ganz oft mitmachen. Wobei das natürlich falsch ist. Immer wählen gehen, Leute. Guck mal, hier kann man das auch so machen. Ist das richtig? Genau, ich kann jetzt so upgraden. Ich mache das mal eben so, weil das schneller geht. Zwei darf ich eigentlich noch. Und einen darf ich noch. Hier darf ich keinen mehr, okay. Durch die Unterstützung einer großen Firma wie ERA können die Custodians Verteidigungsanlagen aufbauen. So, und jetzt haben wir es nämlich geschafft, einen Auftrag zu erfüllen. Aufhalten und die Flüchtlinge beschützen können.
Ich muss Ihnen damit danken. Ohne Sie wäre von unseren Protektoraten nichts übrig. Immer das freut mich doch hier gerade sehr. Explain vereiteln, kommen Sie der friedlichen Kolonisierung des Mondes einen Schritt näher. Weiter so. Ich brauche aber mehr Luxuskost, weil ich jetzt so viele Angestellte habe. Das heißt, wir müssen hier mal schauen. Wir haben zu wenig Luxuskost, wir haben aber genug Fleisch eigentlich noch. Wenn wir jetzt also nochmal den Wein vergrößern, der war hier ja. Ah, da dürfen wir gar kein Modul mehr anbauen. Das ist ja ärgerlich. Arbeitskraftwartung, Energiekostenwartung, Logistik. Ja gut, ich würde sagen, wir brauchen hier nochmal ein neues Weingut sozusagen. Damit haben wir davon plus 4. Das heißt, eigentlich sollten wir jetzt hier noch ein Modul anbauen können. Jetzt haben wir hier 5 und wir sind nirgendwo im negativen Bereich. So wollte ich das doch sehen. Ja, das gefällt mir nicht. Das hätte ich andersrum setzen sollen. Naja, zu spät. Und dafür das jetzt abzureißen, das finde ich auch ein bisschen übertrieben. Hier sind gezeigt, aber was können wir hier noch eigentlich bauen? Eine Algenfarm. Habe ich schon eine Algenfarm eigentlich? Nee, habe ich doch gar nicht. Wofür braucht man denn Algen? Ja, bitte. Braucht ihr Algen? Nein, ihr braucht Intelliware, bionische Erweiterung und Mobilität. Und wir hatten doch hier auch eine Unterversorgung an Informationen, oder wie war das? Ja, genau, diese Häuser. Willkommen. Ja, wo setzen wir die denn mal am besten hin? Eigentlich müssten wir die hier mal umsetzen, die Roboter-Montageanlage. Die sitzt da doch echt ein bisschen blöd. Die ziehen wir mal am besten sogar auf unsere andere Insel hier um. Ah, das kostet aber mehr Versorgung. Dann setzen wir es doch lieber hier hin. So, da können wir das nämlich auch besser erweitern. Und dann sollten wir nämlich hier raus... Ah, passt leider immer noch nicht ganz. Aber wenn wir das hier jetzt drehen würden... Zack. Die Gehälter. Und dieses Haus... Fürchte, ich muss weichen. Ups, das ist natürlich jetzt hier ein bisschen blöd, wenn man sich hier die Wege so anschaut. Naja, ich setze mal erstmal hier hin. Und ich würde auch sagen, das reißen wir mal ab, auch wenn jetzt hier ein paar Leute sagen, oh nein, ich habe keine Straße mehr. Oh, vor allen Dingen sagt das auch dieses Ding. Das ist nicht gut, dass das sagt. Das heißt, hier muss ich das leider anders setzen. Weil die Mine müssen wir natürlich so versorgen und hier geht es nicht rum. Schade. Naja. So, du brauchst auch noch eine Straße. Die sollst du bekommen. Vielleicht passt hier ja noch ein Haus hin. Nein, Gebiet gesperrt. Schade. So, aber hier können wir noch 3 Häuser hinsetzen. Sehr gut. Jetzt bring die Sache endlich zu Ende. Oh, der ist aber auch ein bisschen... Bisschen, ja, gemein hier, ja? Dass er mich da immer so nervt damit. Warte. Ich will gerade gar kein Seegefecht haben. Wenig Energie. Wo sehe ich das denn? Ach, hier sehe ich es. Okay, dann würde ich aber mal sagen, wir werden mal hier Energie-Upgrades einsetzen. Energiewartung minus 10%. Okay, das bringt gar nicht so viel. Aber hier oben wahrscheinlich, oder? Ich glaube, ihr braucht ziemlich viel Energie. 300. Energiewartung. Ah, was ist das denn? Na gut, hier passt sowieso kein Modul dran, ne? Aber das gefällt mir trotzdem hier nicht. Ich muss das hier leider gerade mal anders regeln. Energiekosten. Zack. So, das hat doch schon mal viel gebracht. Wie sieht es bei eurer Energie aus? 72. Aha. 125 ist dagegen schon wieder mehr. Da können wir eigentlich auch mal eins an Ding dran setzen. Hier kostet 50 Energie. Das ist ganz schön viel Energie hier. Energiekostenwartung. Zack.
Und jetzt haben wir dann Überschuss einen leichten. Können auch noch zwei Leute befördern. Machen wir das doch auch. Und ich würde sagen, wir machen diesen Auftrag jetzt mal noch nicht weiter. Sondern wir werden hier erstmal schauen, wie es mit unseren Produktionsmitteln hier bestellt ist. Wir bräuchten eigentlich noch mehr Neuroimplantate. Ja, bitte. Okay, das ist gut zu wissen. Ich würde fast sagen, wir wollen immer noch mehr Arbeiter hier auf unserer Insel haben. Immer noch mehr Angestellte. Das ist eine riesen Obstplantage. Kann ich die im Ganzen umziehen? Ja, kann ich. Wenn ich die jetzt mal hierhin umziehe, dann geht das leider mit dem nicht ganz, aber... So, damit haben wir leider dann eins verloren. Aber das sollte sich korrigieren lassen. Naja gut, machen wir es so. Jetzt sollten wir ja genug Früchte... Wir haben sowieso zu viele Früchte gehabt. So, und dann können wir mich jetzt hier... nochmal ein paar von denen setzen. Das gefällt mir überhaupt nicht hier mit meinem Straßensystem. Das ist ja verhunzt. Ich würde fast sagen, aber hier ist keine Verbindung, wir werden, ne? Die Firma sein wieder. Ah, hier können wir mal eine Verbindung schaffen. Nee, können wir genau nicht. Das ist blöd. Mit diesem Küstenbauplatz geht das auch nicht besonders gut. Die Frage, die ich mir gestellt habe, war nämlich, ob man nicht einfach das hier abreißt. So, jetzt gibt es eine leichte Versorgungsnot vermutlich. Oh, das ist schon wieder so blöd. Aber was soll's. Und dann kommt nämlich hier die Straße hin. Die wir hier allerdings auch nochmal eben korrigieren werden. So, dass da noch einer mehr hinpasst. Ah, das passt auch nicht. Ärgerlich. Naja, was soll's. Wir müssen hier jetzt kleine Wohnhäuser hin. Nee, aber dann machen wir wenigstens die Straße hier hin. Ups, eigentlich wäre das... Hätte ich die ja nicht abreißen brauchen, sondern nur umziehen. Aber was soll's. So, jetzt haben wir nochmal deutlich mehr geschaffen. Sie hätten mich darüber in Kenntnis... So, lieber Administrator, ich hätte dich darüber in Kenntnis setzen sollen, dass ich dich umziehen lasse, oder was? Naja, besonders gut ist das jetzt immer noch nicht. Aber ich kann wieder ganz viel aufsteigen lassen. Machen wir das doch mal. Ich möchte mich jetzt wirklich meine Bevölkerung erstmal deutlich vergrößern. Auch wenn es jetzt vermutlich wieder einen Versorgungsengpass geschaffen hat. Aber das war sogar beabsichtigt. Wir brauchen noch mehr Biokost. Kam mir hier Biokost her? Ja. Das ist aber schon voll ausgebaut. Haben wir noch mehr von diesen Reisanlagen eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Doch, hier oben haben wir noch eine. Ich musste aber auch erstmal weg. Die wäre nämlich auch besser, wenn sie hier wäre. So, jetzt haben wir einen positiven Reisüberschuss. Einen positiven Überschuss ist natürlich auch immer so. Vitamindrinks, da brauchen wir auch noch mehr. Das stellen wir aus Früchten her. Früchte haben wir allerdings genug. Wie sieht das denn hier aus? Wo haben wir denn hier die Vitamine? Hier, ne? Fruchtpresse. Hallo? Ach, du darfst gar kein Modul mehr haben. Das ist ja ärgerlich. Aber du, ne? Genau. Gut, dann sind wir damit wieder positiv. Das passt alles. Wir haben hier eine schöne Bilanz. So gefällt mir das doch. Und wir brauchen aber mehr Neuroimplantate. Aber immer noch nicht so viel mehr. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns doch nochmal einmal um die Neuroimplantate. Haben wir hier noch einen Überschuss? Wie sieht das mit Routen aus? Routenübersicht. Neuroimplantate. Ja, da ist leider kein Überschuss mehr da. Die brauchen allerdings Pillen. Wie bekommen wir denn Pillen? Ich würde sagen, das schauen wir uns mal an. Indem wir hier auf die Arkia-Schollen zugreifen. Ich habe ein Angebot für Sie, falls Sie interessiert sind.
Nein, ich bin im Moment noch nicht. Wobei, wir sitzen in der Energiebilanz, das ist ja einfach. Das sollten wir hinbekommen können. Hier wollen auch Leute noch aufsteigen. Aber erstmal würde ich hier ganz gerne das mir anschauen. Wir brauchen hier eigentlich mehr Stimulanzien. Davon ist aber alles hier zur Zufriedenheit erfüllt und ich will halt eigentlich mehr Neuroimplantate haben. Wie bekam man die denn jetzt schon wieder? Ich habe hier eine etwas längere Aufnahmepause hinter mir vor dieser Folge, deshalb muss ich immer noch ein bisschen mehr überlegen. Hier gab es Fisch. Hier gab es Neuroimplantate. Dazu brauchte man... mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Was brauchte man dafür? Ach hier, Molybden. Molybden haben wir noch einen Überschuss von 3. Dann testen wir mal aus, ob das reicht. Das müssten wir allerdings hier anbauen. Oh, das ist ganz schön viel Platz, was uns das kostet. Aber gut. Ja, ich weiß, das mögt ihr nicht, aber jetzt sollte das Ganze doch schon wieder ein bisschen besser sein. Ziehst du hier an den Straßenrand. Und dann ist auch alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Und wir sollten hier mehr Neuroimplantate herstellen. Das ist der Fall. Wir brauchen aber auch mehr Molybden. War das das? Genau. Zack. Dritte Reihe Molybden. Könnten hier Arbeitskräfte, Energie reduzieren. Wie sieht das denn energietechnisch überhaupt aus? Hier 185. Wir sollen eine Energiebilanz von 300 halten. Das kostet uns 40 Energie. Wie viel kostet uns diese Fabrik? 300. Ist da was? Da machen wir auch mal gerade einen so einen Pool dran. Damit sollten wir jetzt eigentlich schon mal den Energiebedarf deutlich gedrosselt haben. Das ist auch der Fall. Wie sieht es mit den anderen Sachen aus? Ich würde sagen, wir können noch mal ein paar Leute hier aufsteigen lassen. Achso, mehr dürfen wir nicht haben. Schade. Geothermie sollten wir doch hier irgendwo betreiben, oder? Fisch. Wie bekamen wir unser Kraftwerk? Wir brauchen doch irgendwo hier ein Kraftwerk. Wo war das denn? Hier oben? Ja. Ah, und mehr geht auch gar nicht. Das war nämlich das Problem. Ja. Okay, nee, dann geht das leider wirklich nicht. Wir können ein Gaskraftwerk machen, dazu brauchen wir noch mehr Wissenschaftler. Okay. Das klingt auch so, als müssten wir das dafür dann machen. Aber eigentlich war ja mein Ziel hier erstmal nur, mehr Neuroimplantate zu bekommen. Das haben wir auch erreicht. Ich würde sagen, wir bauen trotzdem noch mal ein paar mehr Häuser, weil hier ist noch eine relativ große Fläche, in der noch neue Häuser stehen könnten. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Dass das ausgerechnet Sworn sagt, schockt mich immer noch. Es ist so... Das gefällt mir nicht, dass du frieren musst. Ist nicht irgendwo ein Platz für dich, wo du nicht frierst? Das Gebiet ist halt leider gesperrt hier. Na gut, dann gehst du halt dahin. So, mehr als einen durften wir leider wieder nicht aufsteigen lassen. Das ist halt wirklich das Problem hier, dass die Produktion echt schwierig ist an... Oder dass hier neue Leute einziehen zu lassen echt schwierig ist, weil die immer frieren. Könnte hier noch deutlich mehr machen. Okay, machen wir das doch mal hier gerade. Ach, das wäre auch schon wieder unzureichend. Nur wenn so ein Fisselchen da übersteht, ist schon unzureichend, leider. Naja. Ach, die haben jetzt auch schon wieder keine... Warum ist euch denn kalt? Das reicht doch hier, oder nicht? Nur für den reicht's. Ach komm. Ist mir dann doch egal. So. Dieser Bauplatz, hier werden wir irgendwann... Ihnen zur Verfügung. Können wir dann später eine Korallenfarm machen und dann sollte das gehen. Aber noch wollen wir... Wollen wir überhaupt Korallenschnitt nicht haben? Nur für meine Arbeit. Sieht das hier aus? Wissenschaftler. Wir könnten schon Korallen machen und daraus dann Stimulanzien herstellen. Da hatten wir ja sowieso eine Unterversorgung. Ich würde sagen, machen wir das doch einfach mal. Stellen wir hier Stimulanzien her. Hier erstmal Korallen natürlich. Aus Korallen macht man Stimulanzien. 2 Stück pro... Okay. Das ist doch gut.
Dann werde ich das jetzt hier mal vermutlich möglichst taktisch setzen. Allerdings auch so, dass wir hier Gebäude nebensetzen können. Ich probiere das mal. Das sollte schon mal. Das ist schon mal ein großer Fehler, wie ich das gerade gemacht habe. So, das kommt dann einfach mal hier hin. Wir brauchen mehr Logistik. Bringt uns das auch Wärme? Nee, leider nicht. Okay, soll mir recht sein. Du stellst also jetzt Stimulanzien her. Wie sieht das aus? Wir haben allerdings hier immer noch eine Unterversorgung. Oh, na deutlich mehr. Das ist Qualität, wie du siehst. Machen wir mal direkt hier das voll. Wir setzen hier zwei Module dran. Dann haben wir immer noch zu wenig und können hier auch noch mehr dran setzen. So. Jetzt haben wir noch eine mehr und brauchen noch zwei mehr davon. Produzieren 6. Jetzt haben wir zu wenig. Jetzt haben wir echt zu wenig. Davon. Und wir können das nicht mal mehr erweitern. Ich vergrößere hier mal gerade so ein paar Sachen. Auch die... Nee, Stromverbrauch ist gar nicht hoch. Wir brauchen auch mehr... nee, Fisch haben wir noch genug. Wir brauchen mehr Konserven. Nicht angrenzend. Draußen ist es... Ah ja, schön. Komm, dann darfst du jetzt gerne mal dich in Luft auflösen. Hallo? Okay, jetzt hat er es dann auch getan. So. Jetzt sollten wir genug noch wieder von den Konserven herstellen. Ich hätte wirklich deine Hilfe gebrauchen. Aber ich muss... Aber wir müssen noch... Man wird auf dich schießen. Hier korrigieren. Da unten wäre noch ein Bauplatz. Hier oben wäre noch ein Bauplatz. Nehmen wir mal hier den. Liefern dann hier den Weg dorthin. Und dann sollten wir jetzt hier genug Krollen produzieren. Sehr gut. Aber einen Überschuss haben wir davon auch nicht gerade, ne? Wir sind hier genau bei 0 Stimulanzien. Ich weiß nicht, ob wir in dem anderen Gebiet Stimulanzien brauchen. Das schauen wir dann beim nächsten Mal nochmal nach. Denn das war's jetzt erstmal für diese Folge. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Rechts neben mir könnt ihr jetzt auf die nächste Folge klicken und darunter gibt es dann einen Link zu einem zufälligen Video von mir. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, wenn zum Beispiel die nächste Folge noch nicht online ist. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.